Moin Leute, was geht? Willkommen zurück in Need for Speed Heat. Ein ganz kurz, knappes Video mit einer ganz wichtigen Sache, wo viele nicht verstehen oder viele nicht gefunden haben. Ich auch nicht, deswegen zeige ich euch heute. Und zwar geht es um das ganz tolle Auto hier. Nein, Quatsch. Um das geht's nicht. Hab ich nur zu Demonstrationszwecken gekauft, ja. Und zwar haben sich viele Leute gefragt, ey, was ist, wenn ich jetzt ein Auto gekauft habe und das nicht mehr haben möchte, ja? Oder ich brauche Geld oder so. Also ich persönlich würde immer empfehlen, verkauft das Auto nicht. Fahrt lieber dafür 10 Minuten irgendwelche Rennen oder was, oder eine halbe Stunde, ne? Aber trotzdem, es geht auf jeden Fall das Gerücht um, dass man in diesem Spiel kein Auto verkaufen kann, Leute. Und das wäre absolut behindert, kann ich auch nicht nachvollziehen. Aber in The Crew 2 zum Beispiel ist es auch so, du kannst keine Autos verkaufen. Hier kannst du aber Autos verkaufen und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ist eigentlich ganz einfach. Ihr seht im Hintergrund, also ignoriert mal diesen komischen Käfer hier, guckt mal, was im Hintergrund für Autos rumstehen, ja? Da stehen ja überall Autos rum und das sind in der Regel nicht eure Fahrzeuge, sondern da stehen auch immer Menschen mit dabei. Wenn ihr das Spiel erst neu habt und noch nicht wirklich eine Crew habt oder so. Danke für den Follow auf Twitch. stehen da hinten irgendwelche Leute aus eurer Crew rum, ja. Dazu müsst ihr einmal die L1-Taste drücken. Ja, man kann hier Charakter, Mein Wagen und Präsentation. Also normalerweise sieht das bei euch so aus. So, hier sehe ich nämlich jetzt meine Crew-Mitglieder, ja. Aktuell habe ich hier nur zwei Stück. Normalerweise, ja, hier offener Platz. Normalerweise habt ihr hier, ihr seid, wenn ihr mit dem Spiel anfangt, seid ihr normalerweise immer in irgendeiner random Crew drin. Deswegen stehen da hinten wieder irgendwelche Autos mit irgendwelchen Menschen, bis ihr eine eigene Crew macht oder irgendwo in einer Crew beitretet. Dann stehen hier eure Crew-Mitglieder. So, ihr könnt aber auch Folgendes machen, ihr könnt eure eigenen Autos da hinten hinstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier seid, seht ihr nicht mehr eure Crew-Autos und die Crew-Leute, sondern eure eigenen Fahrzeuge, ja. Ist eigentlich ganz einfach, aber irgendwie echt kompliziert gemacht, muss ich ehrlich zugeben. Ihr guckt mal unten, was da alles steht, ja. Da steht, meine Garage auswählen, Viereck. Drücken wir drauf und dann werden jetzt unsere Autos geladen, ja. Und alles, was jetzt hier hinten steht, das sind alles unsere Fahrzeuge, die wir selber haben. Und da können wir jetzt uns eins aussuchen und das verkaufen. Ja, wir nehmen einfach mal den jetzt hier. Da seht ihr auch, es steht wieder gar nichts von verkaufen. Ich muss jetzt auswählen drücken. X-Taste, ja? Hier, da. Ja, da, X-Taste. Auswählen. Und jetzt kann ich das Auto auswählen und nach vorne holen, um es zu tunen oder so. Oder ich kann den Wagen tauschen, wenn ich ein anderes Auto dahinstellen möchte. Das geht jetzt hier nicht, aber hier steht Wagen verkaufen. X. So, jetzt ist ein bisschen wirrwarr, weil jetzt ist das Spiel echt noch teilweise echt verbuggt, ne? Erstmal 0 Dollar, weil das ist Deluxe. Aber beide Balken sind weiß. Drückt einmal nach unten und jetzt könnt ihr auswählen, ja? Und ja, nicht vertun. Also wenn ihr jetzt nicht nach unten vorher drückt, dann verkauft ihr den automatisch, ne? Also wenn ihr jetzt in der Übersicht seid und ich würde jetzt X drücken, würde der automatisch verkauft werden. Deswegen lieber einmal nach unten, dann wisst ihr genau, wo ihr seid. Und ja, möchten wir jetzt zum Beispiel das Auto verkaufen, was wir gerade fahren, was ja jetzt hier vorne steht, hier geht das nicht. Ja, da können wir jetzt auch X drücken zum Auswählen, aber ja, hier ist kein Auto verkaufen. Total hätte man hier auch reinmachen können, total dämlich. So, was ihr jetzt machen müsst, ihr geht wieder auf L1, Präsentation, dann nehmt ihr euch irgendein Auto, hier ist scheißegal, und dann Wagen wählen und tunen. Dann steht der Wagen nämlich vorne, wieder zur Präsentation. Jetzt steht das Auto, was ihr gerade vorne hattet, hier. Warum der jetzt eine andere Farbe hat, weiß ich nicht. Das Spiel ist verbuggt, keine Ahnung. Jetzt könnt ihr den auswählen, auf Verkaufen gehen. Ja, und wenn wir jetzt nach oben drücken, müssen wir erst einmal nach unten drücken. So, jetzt auf Ja und Tschüss. Da ist das Ding weg. Easy, Leute. Man kann Autos verkaufen in, ich wollte schon wieder sagen, The Crew 2. Digga, in Need for Speed Heat. Ja, wisst ihr Bescheid, Freunde, das ist ultra kompliziert gemacht. Ich hoffe, da wird nochmal irgendwann irgendwie, also das ist total, bzzz. Ja, egal, ihr wisst auf jeden Fall, wie das geht. Leute, wisst ihr Bescheid, macht's gut, haut rein, euer Zocker, ciao.